Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist an der Zeit, dass wir hier im Parlament endlich mal über das Thema saubere Luft sprechen. Seit Jahren ist Berlin trauriger Spitzenreiter bei der Schadstoffbelastung der Luft. Die Folgen sind fatal. In Berlin sterben pro Jahr 2.600 Menschen vorzeitig an den Schadstoffen in der Luft. Besonders betroffen sind die Zehntausenden Menschen in Berlin, die nicht ohne Bedenken Tiefluft holen können. Das sind die Berlinerinnen und Berliner in unserer Stadt, die oft aufgrund der günstigeren Mieten dazu gezwungen sind, an den großen Verkehrsadern zu wohnen mit Lärm und schlechter Luft. Eine lebenswerte, eine umweltgerechte Stadt, das sieht anders aus. Wir haben heute einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem die Berliner Luft besser und gesünder wird. Damit alle Berlinerinnen und Berliner tief Luft holen können, ohne sich um ihre Gesundheit Sorgen machen zu müssen. Einige unserer Vorschläge wie Geschwindigkeitsbegrenzung oder die Förderung des Radverkehrs sind ja auch schon bereits Teil des Luftreinhalteplans des Senats. Doch nach dem Aufschreiben 2011 hat man ihn anscheinend in der Schublade vergessen, denn es ist kaum was passiert. Im Gegenteil, die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner müssen vor Gericht ziehen, wie zuletzt in Weißensee erfolgreich geschehen, und auf ihr Recht auf saubere Luft einklagen. Das kann doch nicht sein. Herr Umweltsenator Geisel, ich bitte Sie, verstehen Sie sich doch als Anwalt der Umwelt und sorgen Sie dafür, dass man bei uns in der Stadt durchatmen kann. Ich möchte mal drei Punkte aus unserem Katalog aufgreifen. Erstens, der Berliner Fuhrpark muss ökologischer Vorreiter werden. Wir können mit den landeseigenen Fahrzeugen echte Strahlkraft für die Elektromobilität und andere emissionsarme Antriebe entfalten. Ihr zweifelhafter Vorschlag für mehr Elektromobilität in Berlin sind Autorennen auf der Karl-Marx-Allee. Unser Vorschlag ist, jedes neu beschaffene Fahrzeug wird das emissionsärmste seiner Klasse sein. Mindestens 20% des Fuhrparks fahren elektrisch. Der Berliner Fuhrpark aktuell, der sieht anders aus. 0,6% des Fuhrparks fahren elektrisch, 97% sind Benziner oder Diesel. Das widerspricht ja sogar Ihrem eigenen Koalitionsvereinbarung von einem sauberen Fuhrpark. Und wenn Sie schon nicht emissionsarm einkaufen wollen, dann sollten Sie zumindest eine Lehre aus dem Dieselgate von VW und Co. ziehen. Die Anschaffung neuer Dieselfahrzeuge wird so lange ausgesetzt, bis die Abgaswerte auch im Realbetrieb die niedrigsten Grenzwerte einhalten. Berlin hat damit seinen Fahrzeugen wirklich Einfluss, und den muss man nutzen. Zweitens, wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr stärken. Denn kluge Verkehrspolitik gibt der Mehrheit Vorfahrt. In Berlin ist das leider nicht der Fall. Busse und Straßenbahnen stehen trotz mehrerer Fahrspuren im Stau. Hier fordern wir, die Vorrangschaltung wieder in Betrieb zu nehmen. Die Berlinerinnen und Berliner wollen schnell und sicher von A nach B kommen. Und unsere Aufgabe als Politik ist, genau das zu ermöglichen. Und gerade in einer wachsenden Stadt brauchen wir ein Wachstum der nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur. Konkret heißt das zum Beispiel, die Tram 10 muss endlich die Turmstraße an den Hauptbahnhof anschließen. Und zwar auf einer eigenen Spur. Nur mit einem starken Ausbau von Bus, Bahn und Co. fahren mehr Leute mit den Öffentlichen und lassen dann auch mal ihr Auto stehen, weil es bequemer ist und weil man schneller und sicherer von A nach B kommt. Das ist ein wichtiger Beitrag für saubere Luft und verhindert den Verkehrskollaps unserer Stadt. Mehr und mehr Berliner wollen sich auch per Fahrrad bewegen. Erst heute standen neue Zahlen in der Berliner Zeitung. Am S- und U-Bahnhof Hermannstraße sind 290% der Fahrradstellplätze belegt. Das heißt, dreimal so viele Menschen wollen ihr Fahrrad zum Bike and Ride abstellen, als sie es vorgesehen haben. An anderen Knotenpunkten gibt es auch zu wenig Platz für Fahrräder. Und von Verkehrssicherheit für Radfahrer und der Etablierung eines Netzes aus Fahrradstraßen und Radschnellwegen sind wir ähnlich weit entfernt. Aktuell firmiert sich da auch mal wieder Widerstand gegen den Senat auf der Straße mit dem Volksentscheid, Fahrrad sollen diese Missstände von unten behoben werden. Wir Grüne, wir brauchen dafür kein Volksgesetz. Wir fordern schon lange endlich eine angemessene Förderung der Berliner Radfahrer und schlagen eine Verdreifachung der Haushaltsmittel für diese emissionsfreie Mobilität vor. Sehr geehrte Damen und Herren, die Berliner Luft, die kann und sie muss besser werden. Mit einem vorbildlichen Fuhrpark, mit mehr Bus, Bahn und Co., mehr Investitionen für den Radverkehr, einer Stärkung der Umweltzone und, und. Es ist eine Frage des politischen Willens. Wir haben 10 Punkte vorgeschlagen, die Kosten sind überschaubar, die Wirkung wäre enorm. Die Menschen in Berlin, sie haben ein Recht auf saubere und gesunde Luft überall in unserer Stadt.